willkommen aus meiner Tupper-Küche. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr in der Mikrokanne, in der Micro-Cook-Kanne, Kuchen backen könnt. Und die Micro-Cook-Kanne, das ist ja so ein ganz beliebtes Produkt, was in keinem Haushalt fehlen darf. Das ist so der Einsteiger in gutes Mikrowellengeschirr, sage ich immer. Ob ihr da drin einfach nur auftaut oder ein bisschen was aufwärmt, die Reste von gestern, ob ihr es in den Kühlschrank stellt zum Aufbewahren, ob ihr hier mal eben schnell Pellkartoffeln drin kocht, pro Kartoffel eine Minute, ob ihr Pudding kocht, den ihr nicht permanent wie auf dem Herd umrühren müsst. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und ich liebe sie wirklich ganz arg doll. Und Kuchen in der Mikrokanne, das ist auch was ganz Feines, weil es geht wahnsinnig schnell. In der Mikrowelle backen, denkt ja erstmal so jeder, ist das wirklich was? Aber es ist wirklich toll. Probieren könnt ihr es ja leider nicht, aber ich zeige euch, wie es geht. So, wir haben hier einmal die Kanne, hier geht ein Liter rein, hier gibt es auch so eine kleine Skala, dass man gleich auch, wenn man möchte, drin abmessen kann. Ich habe hier die Zutaten für den Kuchen schon mal vorbereitet. Das erste, was wir dafür brauchen, ist Schmand, den muss ich noch eben abwiegen. Der Rest ist bereits abgewogen. Und hier muss ich mal gucken, da brauchen wir 100 Gramm. So, das passt. 100 Gramm Schmand brauchen wir. Dann brauchen wir Zucker und Mehl. Dann brauchen wir Kakao und einen Teelöffel Backpulver. Dann das Backpulver rühre ich mal gerade eben ein bisschen unter den Kakao, damit sich das besser verteilt. Und das Feine an der ganzen Geschichte ist, ihr könnt es direkt in der Kanne zubereiten. Ne? Ihr müsst nicht extra Mixer rausholen, ihr braucht keine zusätzliche Schüssel. Das ist überhaupt kein Problem. Dann kommen da noch Haselnüsse rein. Und Eier, zwei Stück. Alles zusammen, ne? Ein Ei. Noch ein Ei. Und ein bisschen Öl. Ein Päckchen Vanillezucker und fertig. Also total easy, aus Zutaten, die man eigentlich quasi immer im Haus hat. Und jetzt muss das Ganze nur kräftig verrührt werden. Waage kann weg. Und dann nehmt ihr zum Verrühren am besten den Schneebesen oder einen großen Topfschaber. Den Schneebesen kräftig rühren. Und wenn das dann so eine einheitliche, homogene Masse geworden ist, dann verschwindet das in die Mikrowelle. 600 Watt, 6 Minuten. Wenn ihr das Rezept gerne haben möchtet, ich hänge es ans Ende des Videos, dann könnt ihr es euch angucken. Und natürlich seid ihr auch live dabei, wenn ich den Kuchen aus der Mikrowelle raushole. Also, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Der Schokokuchen ist fertig. Schaut mal, so sieht er aus. 6 Minuten war in der Mikrowelle. Ich gehe jetzt mit dem kleinen Topfschaber einmal hier so am Rand entlang, damit der sich ein bisschen leichter aus der Kanne löst und dann wird das Ganze gestürzt. Und wenn ihr mal denkt, Kuchen in der Mikrowelle in 6 Minuten, das ist der Hammer, gell? Ruft die Freundin an und sagt, oh, ich komme dich mal besuchen, ich bin in einer halben Stunde da. Und ihr denkt, oh Schreck, ich habe nichts im Haus, Kuchen in die Mikrowelle. Kommt der kleine Hunger und denkt, oh, jetzt was Leckeres, wäre auch nicht schlecht. Zack, Kuchen in die Mikrowelle. Einmal ringsherum mit dem Topfschaber. Ich stürze den jetzt. Jetzt ist es einmal. So. So sieht das gute Stück aus. Die Kanne wandert in die Spülmaschine. Und wenn ihr denkt, ey, das ist ja ein tolles Produkt, aber ich habe 4 Kinder. Für uns ist die vielleicht ein bisschen klein. Das Ganze gibt es auch nochmal größer. Das hat dann die Form wie ein Topf. Das heißt Micro-Cook-Kasserolle. Hier gehen 2,25 Liter rein. Hier habt ihr auch den Auflegedeckel für die Mikrowelle. Und hierbei habt ihr zusätzlich auch noch einen Verschlussdeckel, einen frischen Deckel für den Kühlschrank. So, dass das für morgen auf, oder für auf der Arbeit transportsicher ist. So, jetzt schneiden wir den Kuchen an. Oh, sieht so lecker, es riecht so lecker. Einmal
Der ist ganz fluffig und ganz weich und jetzt auch noch ganz warm. Und dann ist er tatsächlich am allerleckersten. Gibt es ein ganz tolles Begleitbüchlein. Das heißt, eine Kanne für alle Fälle. Und hier sind fantastische Rezepte drin. Süßes, herzhaftes, Marmeladen, Kuchen, Feierabendnudeln und so weiter. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Jetzt kommt noch ein bisschen Puderzucker drauf. Natürlich aus der Puderfee. Einfach oben einmal drehen. Und es kommt ganz feiner Puderzucker unten raus. Meine Empfehlung ist, wenn ihr das in den Schrank stellt, stellt es bitte immer auf den Kopf, weil ansonsten sammelt sich zwischen Sieb und Deckel ein bisschen Puderzucker und wenn ihr es aufmacht, habt ihr Sauerei. So, jetzt wird gegessen. Ich mache es mal schnell auf den Teller und dann guckt ihr mal. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ciao. Macht's gut. Ach, was habe ich vergessen? Was ganz Wichtiges. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da oder drückt auf den Abo-Button. Ich würde mich riesig freuen. Und das Rezept kommt gleich hinten dran. Aber jetzt wirklich. Ciao.